wenn sie, wie im Artikel beschrieben, Banner und Anzeigen in ihren Videos verwenden wollen, sollten sie natürlich sicherstellen, dass wirklich nur ihre Banner in ihren Videos auftauchen. Um dies einzustellen, wechseln Sie bitte hier in den Tab Angesagt und gehen dort auf die Bearbeiten-Optionen. Am unteren Rand sehen Sie zwei Möglichkeiten. Nummer 1, die Videowiedergabe sofort nach dem Laden des Kanals zu beginnen. Und Nummer 2, keine Anzeigen in Ihren Videos zuzulassen. Die erste Option sorgt dafür, dass Ihr Video sofort zu spielen beginnt, damit also auch Ihre Banner sofort sichtbar werden für Ihren Zuschauer. Die zweite Option ist deshalb wichtig, weil Sie damit verhindern können, dass andere Werbebanner in Ihren Videos auftauchen. Auf Ihre eigenen Werbebanner hat diese Option allerdings keinen Einfluss.